Donnerstag eröffnet in Dresden die Dresdner Whisky-Manufaktur, nach eigenen Angaben dann die größte Destillerie in Deutschland. Und wir haben die Freude, mit Jörg Hans, dem Brennmeister, und mit Thomas Michalski, dem Geschmacksverantwortlichen und einem der beiden Mitgründer dieser Destillerie, zu sprechen. Danke für die Zeit und danke, dass Sie es hierher zu uns geschafft haben. Ich möchte mal fragen, so eine Destillerie baut man ja nicht aus dem Nichts aus. Das heißt, da muss eine Vorgeschichte dahinter sein. Können Sie uns ein bisschen was zu sich erzählen und wie Sie zum Whisky gekommen sind? Ja, ich mache die Vorgeschichte kürzer, als sie eigentlich ist. Die beginnt ungefähr vor 15 Jahren mit unserem wöchentlichen Skatspiel immer donnerstags in einem Restaurant, das eine sehr gute Whisky-Auswahl hat. Und da haben wir uns durch die Whiskys dieser Welt getrunken und festgestellt, eigentlich sollten wir unseren eigenen Whisky machen. Und der Satz fällt bestimmt manchen Abend in trauter Runde. Und so war es auch bei uns. Wir haben das gesagt und 3 Jahre später wollten wir nicht mal Whisky machen. Ach so, ja doch, wir wollten ja Whisky machen. Und dann kam es so, dass ich aus dem Arbeitsprozess ausgeschieden bin. Dann habe ich gesagt, Frankie, ich habe jetzt Zeit, wollten wir nie Whisky machen? Und das ist auch eine gute Idee, das machen wir. Und der Plan war eigentlich, dass wir eine Brennerei in Deutschland finden, die uns New Make verkauft und wir den dann auf unseren Fässern ausbauen und so praktisch unabhängige Abfüller sind. Das war der Plan. Also haben wir eine Brennerei gefunden an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Und die haben uns 100 Fässer New Make verkauft. Und die lagen dann im Lager und die haben wir angeguckt und gesagt, und jetzt 3 Jahre warten, das ist ja langweilig. Dann müssen wir was anderes machen. Und dann haben wir gesagt, na, dann müssen wir fertigen Whisky kaufen und den bloß noch veredeln oder nachreifen lassen. Und deswegen haben wir dann nach entsprechender Vorbereitungszeit eine Reise nach Schottland unternommen, sind dort in sehr vielen Brennereien gewesen, haben mit Eigentümern geredet, mit Brennmeistern und haben in der Speyside eine Brennerei gefunden, wo das Verhältnis zum Eigentümer so war, als ob man sich schon viele, viele Jahre kennt. Ganz offen, ganz freundschaftlich. Und der hat uns angeguckt und gesagt, ihr seid ja völlig verrückt. Aber so verrückte Leute gefallen mir, ihr kriegt mein Whisky. Also haben wir dort mehrere tausend Liter 7 Jahre alten Whisky gekauft, haben dann über eine Firma in Bad Dürkheim Fässer uns liefern lassen und haben den nachgereift in Sherry, Port und so weiter und den dann abgefüllt als Hellinger 42. Hellinger ist der Geburtsname von der Mutter meines Geschäftspartners und 42 ist, wie wir von Douglas Adams wissen, die Antwort auf alle Fragen des Lebens, des Universums und überhaupt. Deshalb also Hellinger 42. Und dann sage ich zu meinem Geschäftspartner, sag Frankie, das ist alles toll. Wir haben jetzt eine eigene Flasche kreiert, wir haben eine wunderschöne Marke, wir haben eigentlich alles. Aber was ist, wenn aus irgendwelchen Gründen wir keinen schottischen Whisky mehr kriegen? Da guckt er mich an und sagt, du willst doch nicht sagen, wir bauen jetzt eine Brennerei. Ich sage, ja, so ungefähr wollte ich das formulieren. Und dann sind wir auf die Brauviale gefahren in Nürnberg und haben dort mit Menschen geredet und die haben uns alle nie ernst genommen, weil mein Partner ist Architekt. Ich bin Zoologe und Versicherungsfachmann. Die haben gesagt, ihr seid doch verrückt, keine Ahnung vom Brennen, kein Brennmeister und wollt eine Riesenbrennerei bauen. Also haben wir uns einen Projektmanager gesucht, der Ahnung hat und den haben sie dann ernst genommen, spätestens als wir den Liefervertrag über die großen Brennblasen unterschrieben haben bei der Firma Kode, hieß es in der Szene, oh, die machen, glaube ich, doch ernst. Und jetzt ist es soweit, am 7.4. machen wir ernst. Sprechen wir gleich einmal mit und über den Brennmeister, über den Jörg Hans. Wo ist eigentlich Ihre Herkunft? Haben Sie das in der Brauerei gelernt oder haben Sie eine andere Brennerei schon mal geführt? Also ich komme eigentlich aus Brauereikreisen. Ich habe mit 16 Jahren als Brauer angefangen, die Lehre zu machen. War dann als Geselle tätig, habe in Berlin Diplom-Braumeister studiert. Dann so ein bisschen durch Europa getingelt, Deutschland, Schweden, Schweiz. Und habe in Bezug auf Whisky zwischen 2009 und 2015 eine namhafte Whisky-Brennerei in der Schweiz aufgebaut. Ah.
Und während dieser Zeit dann auch in Schottland gewesen, kurze Ausbildung gemacht, in der Schweiz Ausbildung gemacht, nochmal zum Brennen. Und so bin ich zum Whisky gekommen, beim Whisky hängen geblieben. Und war aber von 2016 bis letztes Jahr wieder in Deutschland zurück, aber in der Zulieferindustrie für Brauereien und Brennereien. Das heißt, Sie haben dann die Erstellung dieser Brennanlage maßgeblich mitgestaltet mit Ihren Ideen? Nein, das war schon alles soweit gegeben. Jetzt die Bauumsetzung, da maßgeblich mitgestaltet, ja. Erzählen Sie uns ein bisschen was über die Brennanlage. Wir haben, also sagen wir mal so, es sind zwei Brennblasen mit jeweils 5000 Liter. Wie schon gesagt, Firma Kothe. Zur Brauanlage, ich fange von vorne an. Wir haben ein 54-Tonnen Malzsilo außerhalb des Gebäudes stehen. Wir haben eine Besonderheit, und zwar Schroten und Läutern ist eine Anlage, die es so für Whiskyherstellung noch nicht gibt. Das ist der T-Rex als Schrotmühle und dazu die Nessie als Läutersystem von Firma Ziemann. Maisspottig, ich sage jetzt mal Standard vom Anlagenbauer mit 100 Hektoliter Fassungsvermögen. Wir haben geplant erstmal 2 Sude pro Tag, die dann angegoren werden im Angärbottich mit Glasscheibe, dass man den Prozess den ersten Tag auch begleiten kann. Man kann direkt reinschauen. Wir haben dann im Anschluss 6 mal 200 Hektoliter Gärtanks. Wir gehen von dort aus dann von der Planung her ein Tank pro Tag befüllen, 2 Sude, ein Tank pro Tag entleeren, 4-mal Brände plus danach nochmal die Feinbrände als zweiten Brennvorgang. Und so ist die ganze Anlage erstmal aufgebaut. Wie lange wollen Sie denn die Fermentation machen? 5 bis 6 Tage. Das ist doch relativ lang. Ja, ja, und wir wollen noch nicht unbedingt die ganz hohen Temperaturen wegen der Gärnebenprodukte haben, sodass ein Teil sich schon wieder Ende der Gärung automatisch durch die Hefe abbauen kann. Ja. Und so ist das Ganze geplant. Lieber ein bisschen kälter mit weniger Gärungsnebenprodukten als schnell und kurz und bei hohen Temperaturen. Jetzt ist die Anlage schon so weit, dass man Probeläufe drauf hat fahren können? Stand heute nein, Stand nach der Eröffnung ja. Okay. Und was für ein Stil schwebt Ihnen denn vor mit dem Whisky, den Sie hier machen? Wollen Sie so Richtung schottischen Whisky gehen oder versuchen Sie was Eigenständiges, was sozusagen Deutsches zu machen? Ich sage es mal sowohl als auch. Vom Prinzip her schottisch, ja, aber ohne das typische oder die typischen Holzgefäße und typisch deutsch von der Reinheit her, mehr der von Hygienestandard wie in der Brauerei. Also ich habe damals in der Schweiz einen wirklich reinen Brand gehabt, den man auch als Rohbrand direkt trinken konnte, ohne große geschmackliche Komponenten, die keinen Spaß machen bei der Sache. Also wie in der Brauerei produziert, und so wollen wir es hier auch machen. Jetzt Herr Michalski, die Anlage ist auf ungefähr 1 Million Liter im Jahr Reinalkohol ausgelegt, wenn ich das richtig sehe. Ja, dafür ist ausgelegt. So eine Größe macht man nicht ohne einen gewissen Plan dahinter, weil das ist ja auch ein Markt, wo, sagen wir mal, der eher schon kompetitiv ist, wo man nicht so unbeackerte Marktfelder hat. Das heißt, Sie werden, nehme ich mal an, nicht alles in Single Malt hineinstecken, oder? Doch, doch. Doch. Das heißt, Sie machen keinen Bulk, sondern Sie machen alles in Single Malt. Ja. Das ist der Plan. Ja. So wollen wir auf jeden Fall beginnen mit ungefähr 3.500 Fässern im Jahr. Das ist also dann ungefähr die halbe Kapazität, 500.000 Liter. Wir wollen also die Anlage nie ausfahren von Anfang an. Das ist auch finanziell eine kleine Herausforderung. aber wir wollen uns ausschließlich auf Single Malt konzentrieren. Stand heute. Wenn natürlich der Trend am Markt in eine andere Richtung geht, wird man reagieren müssen. Aber es ist geplant ausschließlich Single Malt.
Whisky zu brennen. Das heißt, die Zeit, bis der erste Single Malt rauskommt aus der Brennerei, das ist ja zumindest 3 Jahre. Ja. Auch keine Pläne, das zu überbrücken mit Gin oder mit Geduld. Das machen wir, das in dieser Zeit wird es eben diesen Hellinger 42 geben, also diesen Speyside Whisky von uns nachgereift, in doch gleichbleibend guter Qualität. Und weil wir eben vom Brennen her sehr sauber sind, von der Gärdauer sehr lange, werden wir vermutlich mit unserem Whisky gar nicht so weit weg sein von diesem weichen Speysider. Ne? Und das ist auch was Sie versuchen als Hausstil zu kreieren, so ein bisschen Richtung Speyside, diese Weiche. Ja, einen weichen, runden, ich sage jetzt mal, Everybody's Darling Whisky. Also jetzt kennen besonders raurigen, kennen auf Kastanienfässer, also nicht diese versuchen, die Nische zu finden. Ich meine, bei 1 Million Flaschen, die wir im Jahr verkaufen wollen, können wir nicht in die Nische gehen. Da muss man in die Breite gehen, das geht gar nicht anders. Klar, ja. Sie haben ja auch bei der Destillerie ein Besucherzentrum, das heißt, man kann sich das Ganze auch anschauen. Ja. Das Besucherzentrum gibt es schon, können Sie uns da... Das gibt es seit 2. Oktober, haben wir das also praktisch schon geöffnet. Wir haben Merchandise-Artikel dort, wir haben unsere Whiskys da, auch Sonderabfüllungen, die es in unserem Online-Shop nicht gibt, die es wirklich nur offline gibt. Wir haben Whisky-Liköre, die wir auch kreiert haben und haben Schauvitrinen, wo wir ein bisschen so aus der Geschichte erzählen, wo man also einen Skattisch nachgebaut hat, wie alles anfing und unsere erste Probeflasche, die wir haben im 3D-Drucker machen lassen und so ein bisschen Geschichte der Brennerei. Vom Besucherzentrum aus gibt es ein großes Schaufenster zu den Brennblasen, sodass man einen Blick auf die Brennblasen werfen kann aus dem Besucherzentrum und dort beginnen auch die Führungen. Und dort trifft man sich auch, um dann im hauseigenen Tasting Room die Verkostung zu machen, die wir ja auch anbieten. 2 Fragen hätte ich noch. Das erste ist, bezieht sich auf die Lager. Das heißt, Sie werden dort regional vor Ort auch Ihre Whiskys lagern. Ja. Das heißt, wir haben aus der Historie meines Geschäftspartners heraus, der ja Immobilienentwickler ist die letzten 30 Jahre, haben wir Hallen im Besitz und auch Hallen angemietet, sodass wir also auch die Lager verteilen, dass also nicht alle Eier in einem Korb liegen, aber alles, ich will nicht sagen fußläufig, aber in kürzester Entfernung zur Brennerei. Ja. Wollen Sie nur ungetorften Whisky machen oder werden Sie auch getorften Whisky machen? Wir werden auch getorften Whisky machen. Und da schließt sich natürlich gleich die Frage an, wo kriegen Sie Ihr Malz her? Ja. Also das Normale, sage ich mal, kommt hier aus der Gegend. Ja. Wir arbeiten zusammen mit einer Mühle, die auch eine Mälzerei angeschlossen hat aus der Gegend. Das Getorfte bin ich noch dran. Ich habe ein Angebot aus einer namhaften Mälzerei in Deutschland, die Getorftes machen. Bin aber auch in Kontakt mit anderen Mälzern außerhalb von Deutschland. Es geht jetzt eigentlich nur noch um den Preis und dann welche Menge. Dann möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um mit uns zu sprechen. Vielen Dank für die Möglichkeit dazu. Wir haben sicher einige Fragen nicht beackert, die wir gern noch stellen würden, aber das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und viel Freude mit der Eröffnung und ich bin schon sehr gespannt darauf, was aus Ihrer Manufaktur dann auf den Markt kommt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und danke für alles. Vielen Dank für die Chance, bei Ihnen sein zu dürfen und schönen Tag für Sie. Herzlichen Dank und schönen Tag von mir auch.